jetzt wird spaßig. Ja, sehr spaßig wird es, liebe Freunde. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Hitler. Mit allen, die ihr gewohnt seid, besteht aus Team Pizmeat, zuzüglich Micke und als absoluter Stargast wieder Faschokart. Der die letzten letzte Runde Spiele habe ich geruled. Freust du dich auch schon auf die Kommentare von der letzten Folge? Die Highlighter, die kann ich alle ineinander angucken. Wenn ihr ganz normal mitraten möchtet, wie alle anderen hier am Tisch auch, dann müsstet ihr kurz weggucken, sobald der Sound jetzt kommt. Piep. Hast du ja. Wir haben in der Zeit ein Schlückchen Wasser getrunken, tat ja, sehr das ist gut. Hast du, ging das auch in den Mund oder daneben? Es ging diesmal in den Mund tatsächlich. Oh, okay. Aber ich habe noch Flecken auf meinem T-Shirt. Ich sag wo, naja. In den Mund. War halt einfach Jones, heute darf mal anfangen. Bitte, nein. Wer ist das denn? Nein! Bram, die 7, oder? Bram. Oh, aber jetzt mach ich den Mickel die Runde, oder was? Ich schweige. Oh, und Mickel macht wahrscheinlich auch den Mickel die Runde. Das ist ja immer noch sehr weit weg. Nimm Nickel. Er kann ja nicht hier. Drehen. Ja, das finde ich doch mal gut. Dann muss er direkt mitspielen. Aber ich würde sagen, einfach mal direkt no. Jo. Alter, Jay, das merke ich mir. Nickel ist der neue Jay. Ja. Einfach mal no. Christian auch no. Okay, ich merke schon. Ganz schön frech, Nickel. Ja. Lustig wäre es gewesen. Oh, ich bin wieder raus. Ich hätte es ganz schön lustig gefunden. Jetzt auch gefallen. Also Mikkel, ich habe ja mit Ja gestimmt, ne? Das merke ich mir auch, Sepp. Ja, du gehörst gut. Dann ins Kabinett. Oh, ja, sehr gut. Mikkel, hast dich nicht schon beeinflussen, bevor irgendwas passiert ist. Ich finde das wichtig. Mikkel verkauft bei Wrestling, man. Ich möchte gerne, dass hier die anderen, die nicht Nein gewählt haben... Knall doch mal direkt zur Abwechslung eine rote raus. Das wäre doch mal was Schönes. Ja, genau. Am besten zwei. Ja, genau. Ja, guck mal. Und zwei blaue. Jawohl. Dennis. Das fängt ja schon mal gut an. Alles klar. Es sind drei rote aus dem Spiel raus. Ja. Ihr könnt ja nicht raus. Moment, wie kann ich raus? Ganz ehrlich, unwahrscheinlich ist das denn. Ja. Das ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Und nee, komm, da, du wärst bitte in der ersten hier. Runde drei rote zu legen, wenn man dann anders könnte. Das ist die Chance, wo man immer die roten sammelt, Junge. Ja, genau. Da meine Regel ja sagt, dass ich Peter nicht nehmen soll. Sonst hättest du Peter genommen? Sonst hätte ich Peter genommen. Eine Periode, oder? Ja. Von Mickel kriege ich ein No. Nee. Ich bin auf jeden Fall auch. So du weißt, warum ich dich jetzt nicht genommen habe. Ja. Weil Faschos ist immer ein System. Ja, Mickel ist nicht nachtragend, das ist gut. Ich habe keine Lust am Rumtrollen. Jetzt liegen alle, oder? Ja. Zack. Alles klar, Peter. Oh! Peter und Sepp, das merke ich mir. Na gut, dass ich ja, habe ich mir auch gemerkt, Jay, dass du da gerade mit Ja gewotet hast. Kein guter Dude zu sein. Bist du wahrscheinlich in zwei Abstimmungsperioden, werde ich dich nochmal fragen, dann weißt du es schon nicht. Moment, doch, weißt du safe, warum hast du gerade eine auf die Blauen gelegt? Ach, weil ich an der falschen Seite des Tisches sitze. Ja, warum sitzt du denn hin? Ich wollte die Blaue nochmal in den Raum legen. Ich sitze an der anderen Seite des Tisches und ich muss. Darf ich jetzt die beiden haben? Ja. Ja, die beiden darfst du haben. Normalerweise holst du dir immer gelb und ich orange, aber da wollte ich anders hinsetzen. Ich sitze auf der falschen Seite vom Tisch. Und. Echt jetzt? Seriously? Alles klar, gutes Spiel, Spiel. Okay, ich werde jetzt, pass auf, ich werde jetzt Jan oder Bram testen, wegen den Roten. Weil die halt gute drei rote gegeben haben. Bram, ich werde einfach. Ich werde jetzt. Moment, muss Dalu nicht testen? Der ach, stimmt, der ist Dalu-Tester. Ah, fuck! Scheiße! Oh Mann, jetzt müssen wir klug spielen! Dalu, ich würde ja jetzt Jay nehmen, wa? Nee, ich glaube, dass Jay mich dann sowieso in die Scheiße reiten will. Achso. Nimm mich! Mit dem, was er vorhat. Bitte, ich will auch noch mitspielen. Nimm mich! Peter. Wieso will ich dich denn in die Scheiße reiten? Ich habe sogar noch ein vernünftiges Argument gebracht, Mr. Dalu. Du hast auf jeden Fall jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist eh vorbei, will Peter das haben. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, ich hab einfach Lust zu halten. Dalu, was hast du denn gezogen? Der Peter, der ist liberal. Ich hab drei Rote gehabt. Peter ist liberal. Das glaube ich. Oder er hängt zumindest mit Dalu unter einer Decke. Nee. Oder Dalu kann nicht lesen. Peter kann nicht anders. Oder weißt du, anstatt halt dann Bram zu nehmen, wenigstens. Hättest du mir das dann geglaubt, wenn du mich hättest checken wollen? Ich glaube, Peter ist liberal. Ich habe einfach getippt. Ich habe einfach dich oder Bram genommen. Ja. Das war vollkommen. Egal. So, gib mir erstmal das Kanzlerding hier wieder weg. Sie sind abgewählt, Jonathan. Nice. Außerdem, ja, von der Wahrscheinlichkeit her, dass nicht, wieder drei Rote kommen, angeblich, ist sie bei dir. Das ist gleich höher. Null. Peter, darf ich blau legen? Bei dir, dass du halt geschummelt hast, Dalu.
Was ist, wenn vorher zwei blaue oder eine blaue dabei war? Ja, das kann natürlich sein, aber. Ja, es kann natürlich sein. Also, Christian, jetzt müsste ich theoretisch drei blaue ziehen. Rein theoretisch könnte es passieren. Rein theoretisch sollte das passieren. Das sind nur 11 Karten und wie viele blaue gibt es insgesamt? 6? Haben ein bisschen Angst, dass Bram, Dalu und Peter die Faschungsseite ist und direkt dran da. Ich bin lieber mein Freund Sepp, komm schon. Dave, was wettest du denn jetzt da drauf, dass jetzt eine blaue kommt? Peter und Dalu hat sich halt mit in den Sumpf gezogen. Naja, Dalu hat halt gesagt, ich bin liberal, aber ich werde halt auch durch meine Taten beweisen. Die Quote ist sehr gut, deswegen habe ich auch Ja gewählt. Die könnte halt easy sein, dass du der böse Trump bist. Ja, das kann natürlich auch sein. Dass nur einer No sagt, ist schon wieder strange, aber gut. Ja, das war aber eine persönliche Sache. Ja, das macht es besser. Achso, eben hast du noch gesagt, du wärst nicht nachtragen. Nee, nicht bei Jay. Bei dir schon. Das merke ich mir. Ach, leck mich am Jesus. Peter schon gezogen? Im Jesus. Vielleicht haben wir direkt schon in der dritten Runde verloren. Hier. Peter, was ist denn da so lange am Überlegen? Der ist am Überlegen, ob du mir zwei blaue gibst oder eine blaue und eine rote. Ja. Du hast absolut recht. Sieht man nämlich, wenn deine Hand, weißt du, so jetzt über die Jetzt siehst du auch mein Vertrauen in dich. Ja. Zwei blaue. Das ist das Vertrauen. Sind eigenartig hier. Karte wird erst. Das ist daran eigenartig, sondern alles. Gar nichts eigenartig. Okay. Gucken, was. Ja, alles okay, alles liegen zwei rote. Nee, Peter wollte auf Nummer sicher gehen. Ach, Sepp, du bist Maschlos, okay. Peter hat mit zwei blauen. Peter letztens auch schon gemacht, alles gut. Und was war ich? Ja, es hat alles gut, ich hab mich schon gefirmt. Stimmt. Ja, sorry, du hast in den letzten vier Spielen so viel falsche Sachen gesagt, ich richte mich schon automatisch auf, wenn du was sagst. Na, Peter, musst du kurz dein Schild rausholen. Ja, kein Problem. Peter, du hast das geklaut. Ja. Dankeschön. Sepp macht ja gerade tatsächlich den Mickel. Nee, den nicht Bären Sepp. Sepp ist Fascho. Weißt du, an dem. Ich hab sogar eine Erklärung. Okay, okay. Ja, bisher sind alle Moves, die passiert sind, mehr oder weniger nachvollziehbar gewesen, ja? Ja, total. Sagte, zwei rote. Ist mega nachvollziehbar für mich, ja? Okay. Ja, dann erklär mal, Bram. Ja, ganz ehrlich, es sind halt zweimal drei rote gezogen worden. Das passiert halt. Passiert safe. Ja, okay, jetzt erzähl mir, warum Sepp das denn ist, weil er noch nichts gemacht hat. Das interessiert mich. Ja, genau, die Begründung interessiert gerade. Okay, weil, als ich gerade gesagt habe, ja, dann lass doch jetzt einfach in der Reihe weiterspielen, sagte Sepp, auch, schon ist alles fishy. Ja, ich lache. Jetzt habe ich Bram nicht verstanden. Jetzt habe ich den auch nicht verstanden. Ich hab gesagt, sagte, das ist alles fishy, wo ich mir dachte, da kann nichts fishy sein. Das hast du nicht mal gesagt, du Wurst. Du hast gesagt, das ist alles fishy. Ja, das ganze Spiel gerade ist fishy, weil da zwei rote liegen. Das ganze Spiel gerade ist nicht fishy. Ja, also es könnte halt sein, dass bei zwei roten auch ein paar blaue. Lass noch mal einen Durchgang machen, wir haben gerade zwei blaue gezogen. Wenn jetzt wieder ein bis zwei blaue kommen, könnte das passieren. Also es könnte schon passiert sein, dass da ein paar blaue über die Wupper gegangen sind. Vielleicht habe ich selbst auch einfach nur direkt erwischt und gut ist. Moment, du hast noch nicht gewählt, ne? Kann auch sein. Was war da denn los? Ich dachte, du hast schon irgendwo was hingelegt. Ja, mich. Wenn Jay wählt, einfach random ist jemand. Nein. Ich einfach Dalu abzufacken und ihn zu wählen. Machst du schon. Du fuckst ihn auch so ab, keine Sorge. Jetzt nimm dich mich. Hey, Dalu. Nein. Jawohl. Das ist ein von den beiden Roten. Das schnall ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das so geil finde. Dalu vertraue ich null. Das ist total. Dalu vertraue ich null, wie immer. Ja. Ja, Dalu kann man meistens auch nicht vertrauen. Für mich ist jetzt total relevant, was Sepp wählt. Also, Bram hat so eindeutig gesagt, dass Sepp Traitor ist. Da konnte ich Sepp nicht wählen. Aber Peter, du bist mit Mickel im Arm, Junge. Wir können zumindest jetzt mal gucken. Was mit Bram, Alter? Bram, immer noch. Die Wahl, was Sepp jetzt gewählt hat, ist für mich relevant. Ja. Super, ob man dem trustet oder nicht. Ja, das ist so. Sorry, du bist halt erwischt worden, Rick. Hast dich direkt verraten, ist okay, passiert. Du hast dich direkt verraten bei deinen zwei Roten, die du bekommen hast. Von Bram. Da hast du direkt verraten. Genau, also Dennis und Dalu. Trump, der ist doch nicht Trump, Alter. Dafür shootet der doch viel zu viel. Moment, ich sag gerade, ich bin auch nicht Trump. Pass auf, wenn Sepp nachher Trump ist, dann wird Bram ins Gefängnis gesteckt. Jetzt wird's albern. Ja klar, es ist albern. Wir spielen, guck mal, was wir spielen Kartenspiel. Das Secret Crush heißt. Christian muss nur voten. Ja, Dennis und Dalu sind immer noch die, die Roten da hingelegt haben. Jetzt sind gerade zur Wahl involviert Jay und Dalu. Nein, ich hab keine Rote da hingelegt.
Der schon eine rote Farbe hat. Deshalb lege ich nach. Nee, oder habe ich nicht gelegt. Aber jetzt kann man es nicht doch, du hast rote weitergegeben. Ja, aber ja, die sind halt dadurch zustande gekommen. Jetzt kann man halt bei Jay und Dalu mal gucken. Selbst aus Brams Sicht ich glaube, Bram aus dem, ich glaube, aus dem Grund würde ich das mal riskieren, um mal zu gucken. Ja, natürlich. Was dabei du sagst, du hast drei rote. Dalu sagt, er hat drei rote. Wie logisch, gerade für ist dich, immer noch ist möglich. Das, dass jemand in der zweiten Runde auch nochmal drei rote hat. Du dürftest gar nicht mal vertrauen. Deine Frage, die sich gerade stellt, ist nicht relevant darüber, was Dalu legt oder nicht legt im Zweifel, sondern auch über Jay mit dabei. Das ist relevant. Deswegen war deine Vote für mich so interessant. Ob Dalu gerade gewählt wird oder nicht, ist mir gerade vollkommen Wurst. Mir geht es persönlich, mein Nein galt nur Dalu. Mein Nein galt nicht Jay. Kann ich nichts für. Hä, aber Jay hat doch gar nichts. Weil Jay hat noch gar nichts gemacht und für mich ist halt nur Dalu. Also wenn jetzt wieder drei Rote kommen, dann ist ganz schön viel Bullshit hier am Laufen. Nein! Falscher Stapel! Falscher Stapel! Entschuldigung! Danke, dass ihr aufpasst! So. Okay, sehr gut. Dalu hatte die Sepp, Wahl. Sepp, und ich habe eine rote abgelegt. Okay, Sepp, du hast eine rote. So hart, Fascho. Der ist so fischig, der Junge. Warum reitest du so auf mir rum? Was ist okay, das gibt da. Weil du dich einfach so krass verraten hast. Du bist so Fascho, Junge. Warum? Ich hab gar nicht so gute Argumente. Versuch dich da ruhig, Junge. Versuch dich da ruhig weiter rauszureden. Ist okay. Relativ. Weiß ich nicht. Was ist denn dein Problem, Ram? Keine Ahnung. Mein Problem ist, dass du Fascho bist und ich nicht. Also, es wäre halt katastrophal jetzt tatsächlich, wenn ihr beide im gleichen Team wärt. Das wäre jetzt, also zumindest Peter wenn ihr beide. Peter und Chris, oder? Haben ich hoffe, wir beide im gleichen Team. Ja, wir haben blau gelegt. Das stimmt. Okay, ja, können wir das nicht so. Never change a running system, sagst du? Never change a running system. Sollen die beiden sich ruhig zerfleischen, die beiden Faschos da drüben? Ja, absolut konform. Bis da also die beide sind Faschos? Ja, ich weiß, wer welche Rolle hat. Also bei Alter Trump. Vielleicht. Das wäre so geil. Das wäre wirklich lustig. Mikkel ist noch hart am Thinken, Junge. Er versucht noch unsere Aussagen zu analysieren. So richtig Psychologen-Style. Mikkel hat gerade Fenster zugemacht. Nur Leute, die liberal sind, um sie bloßzustellen, um sie aus dem Spiel zu nehmen. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon mal. Das kenne ich, Sepp. Da bin ich auch deiner Meinung. Ja, aber du hast dich direkt verraten. Ja, womit denn, Brammen? Nicht, Brammen? Also dadurch, dass zwei Runden. Halt doch mal dein Maul, ey. Du wirst nicht verraten. Brammen hat safe recht. Also dann wird bei sechs roten Karten keine blauen weggegangen. Sind, glaube ich, auch schon wieder alle dafür. Das kann doch nicht sein. Das ist mehr zu viel. Christian ist jetzt der Präsi. Der kann mehr bestimmen als ich. Möchte ich mal sagen. Das ist doch gut, ist Peter. Absolut korrekt, Peter. Also, ich finde nur mal kurz den Fakt hier staten. Ne? Ich nehme die also, Nummer. Also, ich finde es halt einfach, ich kann Sepp tatsächlich da nachvollziehen, dass der da salty reagiert. Wenn Sepp liberal ist, dann zerstört ihn das Spiel. Und wenn Sepp. Er hört das eh niemand auf. Dann zerstört ihn das Spiel. Ja, also. Das Spiel ist zerstört. Aber halt, dass Bram sich halt einfach einen aussucht und dann dagegen shootet und das ist halt Quatsch. Ja, das ist außer er ist wieder Republikaner. Das ist keine Masche. Ganz ehrlich, Jay, warum hätte er denn gerade No wählen sollen bei dir und Dalu? Da gab es gar keinen Grund für. Das habe ich doch erklärt, Bram. Er hat das doch erklärt. Genau, er hat's logisch aber da war kein Grund. Bei mir war das der Grund, ich wollte Dalu abfacken und Sepp ist ihr beide arbeitet gut zusammen. Die beiden sind cool. Okay, aber was ich nicht verstehe ist, da waren zwei rote bei. Wo sind die ganzen blauen geblieben, die am Anfang ja alle nicht waren? Ja, rate mal, wo die am Anfang waren die keine blauen. Ich glaube tatsächlich, dass also die ersten zwei Karten waren lagen da auch noch, ne? Möchte ich nur ganz kurz sagen. Und ja, gut, aber waren sechs rote. Selbst wenn übrigens ist Mikkel wieder genauso still. Mikkel, Alter. Ja, safe Trump. Wenn die beiden Karten, die da noch lagen, blau, wenn die beiden Karten, die da noch lagen, blau waren, ja, was ja durchaus sein kann. Dann fehlen da ja trotzdem blaue Karten, die flöten gegangen sind. Ne, es gibt insgesamt. Ne, wie viele gibt's? Fünf oder sechs? Es gibt sechs tatsächlich. Wenn da noch zwei liegen, gibt's fünf. Es gibt eine. Das heißt, da fehlt eine. Ja, ganz ehrlich, guck mal, Christian, wie lange die Runde schon gegangen ist. Irgendeiner von den Fotzen ist. Ja, safe, aber das kann ja dann nur Jay, Bram oder Dalu gewesen sein. Nee, jemand anders. Safe, Dalu, Kart und Sepp. Einfach mal Namen sagen. Ja, genau. Weil von den anderen war ja noch keiner an dem Voting beteiligt. Ich glaube, Peter ist es. Das kann auch sein, natürlich. Du kannst auch selber das noch sein, Christian. Ach so, aber ja, natürlich. Dalu ist ich auch nur Jay, kurz ne? vergessen. Ich hab nur kurz ich vergessen, bin Dalu, ich ja. Nee, du kannst natürlich Trump, dann hast trotzdem den bei Blaue weggelegt, um das zu verraten. Ja, aber ich kann noch nicht vergessen, ich hab gesagt, dann wäre es Dalu auch, hab ich gesagt. Nur, dass das möglich ist. Gesagt, weil Dalu mich ja confirmed hat. Ja, aber ich rede doch immer nur aus meiner Sicht. Ja, aber deine Sicht ist hier nicht angebracht. Ach so, okay. Moment, Mikkel will Jay wählen?
Bist du verrückt? Ja, weil der an der Baumkarte vorher bekannt war. Verarschen? Wen hat Jay nochmal gewählt? Jay hat eben Jay hat mir die Wahl gewählt. Jay hat Dalu gewählt und damit haben wir eine blaue gegeben. Gelegt. Ja, das ist gut, aber du hattest Dalu halt auch zwei blaue und hast eine abgelegt. Das ist die Problematik. Da könnte nicht zwei da blaue könnte gehabt. Die blaue jetzt zwei rote sein. Gehabt. Sepp, was hast du denn gewählt? Ich mache hier gerade die Trump-Taktik, einfach falsche Sachen als hast du denn gewählt? Darstellen. Ich hab ja gewählt. Fehler, das ist nicht cool, das verwirrt einen. Ach so, ja, Trump hat damit ein ganzes Volk verwirrt. Ich glaube, Jay möchte kanisches Wrestling absetzen. Ich gehe jetzt, ich mach Brexit. Nicht der Einzige, der dagegen ist? Oh, das ist auch interessant. Verdächtig. Ich bin dagegen. Ich wäre nur dagegen. Ja, ich finde, ihr alle anderen seid eher verdächtig. Ihr seid alle Faschos. Ich bin der einzige Liberale hier am Tisch. Was habe ich dir eigentlich getan, Peter? Verdächtig, alle ganz verdächtig. Ey, Peter, wir haben schon zweimal hier... Christian ist cool für mich erstmal, aber ansonsten niemand. Das ist gut. Was? Ich hab dich confirmed. Noch eine blaue, bitte. Ah, wir kriegen keine blaue. Ich hab gesagt, du bist liberal. Du weißt doch, wie du bist. Blaue Licht. Wenn ihr jetzt eine blaue Licht, dann ist es cool. Ich hasse dich. Ich bin aber liberal, Christian. Das glaube ich dir nicht. Aber da kommt jetzt eine rote, ich sehe das. Das ist mir scheißegal. Ich habe es gesagt. Ja, ich habe drei rote gezogen. Ja. Okay, aber die sind gewählt worden. War das die Runde oder die zweite? Die sind ja gewählt worden. Das heißt, Mikkel könnte jetzt wieder Christian wählen, der Peter wählt. Das ist doch mal eine gute Idee, Mikkel. Das willst du doch ganz dringend, oder? Das könnte sogar passieren. Ja, natürlich gefällt dir nicht, Sebastian. Klar, natürlich nicht. Als Fasche wird mir das nicht gefallen. Das ist eine brillante Idee. Das klingt eigentlich. Ich finde die tatsächlich sehr eindeutig. Die Frage ist aber nur noch, Mikkel. Aber lieber Christian Peter oder Peter Christian? Ja, genau. Also, wen willst du denn jetzt? Die gleiche Reihenfolge wieder. Weil ich möchte Kanzler werden, weil ich weiß, dass ich nicht Trump bin. Er konfirmt als Liberaler. Kanzler werden. Du hast doch Peter. Nein, ich will nicht Kanzler werden. Damit haben wir die drei. Sepp, Jay und Christian. Was? Fabian Döller, du bist Fascho! Junge! Ich glaube, es sind Domi, Kandi und Jay, es gibt keinen Grund, Christian zum Kanzler zu machen. Es gibt keinen Grund, Christian zum Kanzler zu machen. Doch, doch, keinen Grund, mich dann nicht zu machen. Ich könnte tatsächlich so argumentieren, weil ich halt immer die Blauen lege. Das ist ja schon ein ziemlicher Trump-Move. Peter muss Kanzler werden, dann hast du doch eben confirmed, ne? Ja, genau. Alles klar. Genau, deswegen sage ich, Jay, es gibt keinen Grund, dass Peter Prisi wird nur. Also ist Jay auch Kafascho. Okay, ey, komm schon. Unabhängig halt davon, Kavascho. Was Bram gerade erzählt, Christian, komm, Baby, Baby, ich go. Ich bin Kavascho. Hier. Ich werde jetzt erstmal Bram erschießen, Junge. Nämlich El Kavascho. Mit Sepp und. Ja, gut, aber ich kann da kommt keine rote jetzt. Außer du gibst mir zwei rote. Nee, das ist für mich die Wahl. Wir machen jetzt das Spiel fast aus. Wir können noch nicht ganz ausmachen, leider. Jetzt tötet. Das kann ich, warum Peter, wenn du diskutieren wir alle nicht? Warum redest du so über krass. Töten, obwohl die beiden blau sind? Ach Peter, du bist doch nicht Trump. Ach doch, warum diskutieren Trump, wir nicht? Nein, ich bin nicht Trump, alles gut. Alle leben direkt. Außer Sepp. Sepp und Jay überlegen, weißt du, die beiden sind die... Hab ich doch gar nicht, ich hab direkt rausgelegt. Ja, ja genau. Aber du bist auch so, warum diskutieren wir nicht? Peter, jetzt forst du nicht, dass die Leute so ganz schnell wählen sollen, dass die nicht mehr nachdenken. Du bist Peter, ich bin doch auf deiner Seite. Ja, ich bin auch auf meiner Seite. Das ist heute eine kurze Folge gewesen. Okay. Ja, Peter, gutes Spiel. El Kavascho. Ja. Na, Peter? Ich bin dagegen. Nein. Peter? Peter wählt man nicht, nein. Ich bin so liberal, wie man nur sein kann. Ich glaube, Sepp spielt ganz allein, oder? Guck mal. Ja, natürlich. Wird ja auch voll ausgegrenzt hier von fucking Bram und Leuten. Ja, ist halt begründet. Kann ich ja auch nichts hören. Ist ja, null begründet. Mit ja, natürlich ist Jay auf der Seite von Sepp. Klar, bist du auf der Seite von Jeb. Großer ich bin Sport. Auf der Seite von Jeb. Warum bin ich jetzt auf der Seite von Jeb schon wieder? Komm, Jeb, komm mal genau zu. Du hast doch schon große Ohren. Ich bin schon El Kavascho. El Kavascho, ja, will rotlegen. Du bist der El Kavascho auf der Seite von Jeb. Warum überlegst du so lange? Christian, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Deshalb war ich dagegen. Ja, da gibt's nichts zu lachen. Was ist los? Was ist los, Christian? Er hat drei blaue gezogen. Zack. Ich glaube, er hat drei rote gezogen. Er hat zwei blaue gezogen. Und er kann ja, keine blaue weglegen. Gezogen und er hat gedacht, er könnte jemanden töten. Er könnte jemanden töten, aber er kann er nicht. Ja. Wer Bram, darf ich nochmal fragen, wer ist jetzt El Kavascho? Christian, wie kann man so lange noch überlegen? Peter, er kann keinen töten. Er hat gedacht, er kann einen töten. Ja, hör doch, ich selbst dann kannst du noch mal deine Lage da überlegen. Erklär mir das nochmal. Ich versuch das jetzt nachzurekapitulieren, was du versuchst zu erzählen. Er hat nur eine draufgelegt.
Ich frag dich doch Peter. Nur. Okay. Ja, halt's Maul. Hey, ist doch gut. Daniel, reden oder Peter, weh, du täuscht mich jetzt. Jawohl. Nice. Warum hast du jetzt so lange überlegt? Weil ich überlegt habe, ob ich jemanden erschießen möchte. Das sag ich doch. Ja, und zwar nicht aus Spaß, sondern also, weil ich den halt absichtlich aus dem Spiel genommen hätte. Ich hatte jetzt echt Angst, was dran. Ich wollte jetzt noch einmal nachfragen. Wen hat denn jetzt Bram verdächtigt? Also Sepp und ich und? Und mich. Und dich, okay. Ja. Ey, nicht mit, Moment, wer ist jetzt dran? Okay. Sepp ist dran. Bram, ja, warum hätte ich denn dann Dalu wählen wollen? Und hab den auch noch bei wem wollen wir denn jetzt, dass der im Zweifel jemanden erschießt? Sepp? Kannst du mir das erklären? Bram? Nein, auf keinen Fall bei Dalu. Also ich würde Bram erschießen. Bram, warum ignorierst du mich eigentlich? Weil du keine Antwort auf meine Frage hast. Warum sagt Bram nicht schon Jay? Du bist doch Fascho, ist doch gut. Alles klar, El Cavasho ist, glaube ich, nicht Jay, sondern El Cavasho ist mir doch wurscht, Alter. Du bist Fascho, ich ignoriere dich einfach, ist okay. Wer ist denn El Cavasho? Bram hat gesagt, ich bin El Cavasho. Jay, alle du reitest bin ich alle ein bisschen El Cavasho, weil du Fascho bist. Wenn du richtige Argumente hättest fürs Spiel, würdest du versuchen, ich hab dich gefragt, warum ich denn Dalu gewählt habe und du sagst einfach halt die Fresse. Das ist dein Argument, oder was? Genau. Was willst du mich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst. Was soll der Scheiß denn? Ja, okay, ja, dann lachst du schon wieder! Ja, dann lach ich schon wieder, absolut korrekt. Deiner Scheißkacke reitest uns alle wieder in die Scheiße rein. Da liegen vier Blaue und das ist richtig. Wir brauchen noch eine Blaue, dann ist gewonnen. So ein Motherfucker. Der ist einfach Fascho. Ja, der und liberal, das ist relevant. Ich bin Motherfucker, aber liberal. Egal, wie du willst, es wird eh nein werden. Weil die alle, weil Bram jetzt wieder alle gebrainwashed hat, wahrscheinlich. So dumm sind die nicht. So dumm sind die nicht. Ja, wie gesagt, ich bin vielleicht so Motherfucker, aber ich bin halt liberal. Und das ist relevant gerade so im Spiel. Motherfucker. Nee, du bist einfach nur ein Lügner. Du bist der größte Lügner in diesem Spiel. Ich bin kein Lügner. Ich würde no. dann oder das ist schon eine Lüge. Also ich spiele liberal und wir kriegen jetzt noch eine blaue und es ist mir egal, wer sie legt. Und ich hoffe, dass mich liberal ist. Ich glaube aber nicht, dass wir es von Sepp her kriegen. Nein, nicht schon wieder! Dafür bist du im letzten Spiel getötet worden. Nein, nicht schon wieder. Ja, also im Zweifel, wenn er Fascho ist, kann ich ihn ja töten, ne? Ja, das stimmt. Aber guck mal, er hat Peter konfirmiert. Du kannst natürlich jetzt gucken, ob jemand eine rote legt anstatt eine blaue und den kannst du erschießen. Nee, diesmal wird er nicht erschossen. Diesmal darfst du töten, wenn du da hast. Die Frage ist, wer stimmt mit Ja und wer mit Nein? Ich stimme mit Nein bei dir. Nein. Ja, das wird sowieso ein Nein werden bei Bram. Wer würde denn Dalu wählen? Ich nicht. Ich würde Dalu wählen. Sag mal, ich will gewählt werden, aber nicht von selbst. Nee, also ich bin generell gegen Wahlen, wo derjenige, der zur Wahl steht, es gar nicht will. Okay. Dankeschön. Aber weiß man, wie viele Policy-Cards es gibt? Jay ist ja in meinem Team. Insgesamt. Bram, deshalb mache ich das nicht. Weil also ich bin halt, Bram ist halt, ich würde halt gerne wissen, wen Bram schützt. Weil Bram hat jetzt auch Sepp, du solltest nicht, Bram wählen. Bram hat nicht Sepp wählt Bram, ohne Witz. Da würde ich mitmachen. Gut, dann warum? Warum? Weil es doch mega witzig, die sind voll gegeneinander. Genau, die sind voll gegeneinander. Jetzt kann ja eigentlich nur. Ja, und vielleicht ist das auch eine kluge Taktik. Nein, Brammen, du. Okay. Ich will das Brammen wählen gleich. Bram, mir ist Sepp egal. Weiß jemand aus dem Kopf, wie viele Policy-Cards es gibt? Und er ist auf gar keinen Fall. Moment, Dalu. Nichts Witziges jetzt. Warum bist du dafür, dass Bram wählt? Und nicht Bram gewählt. Ich bin der Meinung, dass Bram recht hatte am Anfang. Also nicht ganz am Anfang, wo er sagt, Sepp hat sich verraten. Nein, das nicht, aber der Spiel hat sich doch ein bisschen so gerichtet. Also ja, ich, oder? Was denn, dass ich noch gar nichts gemacht habe und fast schon. Du bist doch fast. Also ich will einfach, wir haben ja eh noch zweimal Nein offen, bis irgendwas passiert. Wir sind doch eigentlich ganz sicher. Das ist ein gutes Argument, ja. Das gefällt mir nicht. Also schön jetzt mit Nein. Das ist auch okay. Verdammt, ich habe meine Karte nicht mehr. Ich wollte. Aha, ja, verdammt, alle mit Nein. Alle mit Nein. Alle mit Nein. Wieder war das zugewotet. Ja, ich habe noch wenn gar Bram nicht. Wenn alle gewotet. Nein Scheiße. Haben will, kriegt er von mir ein Ja. Nein, das Problem okay, ist. Okay, nein, Christian, auf jeden Fall nein. Alles warum, klar. Peter? Du hast doch selber vorgeschlagen. Ich habe mit dir Nein gemacht. Haben will, dann kriegt er von mir ein Ja. Ja, das stimmt, aber Dalu hat mich ein bisschen überzeugt und vor allen Dingen gefällt mir Jays Reaktion überhaupt nicht. Ja, fuck you, safe. Wieso gefällt dir denn das ist Politik, Junge. Weißt du, das habe ich denn jetzt schon wieder so mit Peter? Ja, du machst einfach das Gegenteil von dem, was Bram sagt. Weil Bram meiner Meinung nach es krass ist. Weil der halt wieder random shootet. Krass, ist das doch. Schieße random, so sieht's aus. Ist doch okay. Natürlich ist Christian, hast du eigentlich gelegt oder hast du nicht gelegt? Nee, nee, ich hab noch nicht gelegt. Ich will mal überlegen. Ich bin immer mit Nein. Tür. Mikkel Tür. Okay.
Okay. Ja, Mikkel geht jetzt zur Tür raus. Mikkel, Tür. Na dann. Okay, Mikkel ist eine Tür? Wusste ich schon. Ich habe auch ja gestimmt, weil ich dachte... Bram. Ich hab doch gesagt, dann hab ich dir gerade gesagt, ich durfte nicht mehr wechseln. Das war aus Versehen, Mensch. Ja, das hat er aber wirklich gesagt. Dann hab ich vorher schon gesagt, Jay, jetzt reiht er doch nicht drauf rum. Wir gucken, was Mikkel hat, oder machen wir gerade einen Cut? Nee, ja, ja, komm, Christian, du auch nein, bitte. Ich hab natürlich nein gewählt. Komm, haben wir gewonnen? Oh, das war, das ist ja, oh, Gott sei Dank. Oh, schade. Aber warum hat Mikkel nein gewählt? Jungen, ihr macht einen ganz großen Fehler. Aber nein, Sepp, du egal, bist... weil ich hab nichts, diese Runde konnte ich machen. Nichts konnte ich machen. Ja, zu Recht, Faschos sollten auch nichts machen. Ich bin so, was ist passiert? Wir haben nein gewählt. Wir sind nicht gewählt worden. Vernünftig. Sepp ist nein gewesen. Sepp, Brammen und Jay haben ja gewählt. Ja, wähl Dalu, die in der ersten Runde, in den ersten beiden Runden zwei rote gelegt haben. Ist also jetzt würde ich mich wählen, wenn du gegen Sepp bist. Chris redet ab sofort auch von sich in der dritten Person. Ich bin dafür, dass du Sepp wählst. Chris ist dafür, na, dass what? Du... Na, no chance. Aber warum, wobei ich kann abschießen, wa? Ach, guck mal, jetzt... Nee, Peter. Nee, Peter, der kann dem legen, was der will, und dann kann er dem unter die Schuhe schieben, was er will, und sagen, er hätte blaue weggelegt, und dann erschießt er den einfach. Ja, auch so. Okay, siehst du, da hast du wieder die Front, Peter. Jay, Sepp, Chris. Immer die gleiche. Moment, Christian denn? Ist doch nicht normalerweise bei denen in der ich Front. Ich dachte, Christian ist bei Mensch, Peter ey. An der Front. Ja. Nee, ich bin bei Daniel beim Legen, und Christian. Beim Legen ist Christian auf der blauen Seite bisher gewesen. Da stimme klar, ich vollkommen zu. Aber in der Argumentation gestimmt. Ist der immer bis jetzt auch in diesem Dreierblock gewesen. Ja, aber es macht doch vielleicht tatsächlich keinen Sinn. Was denn für ein Dreierblock? Es war kein Dreierblock. Es macht doch tatsächlich keinen Sinn, wenn Bram und Sepp die ganze Kanzler. Zeit... Lass mich doch kurz ausreden. Wenn Bram und Sepp die ganze Zeit gegeneinander spielen... Die können was ja gerade eigentlich. Team sein. Genau, die können nicht im selben Team sein. Und der eine kann dem anderen halt immer in die Schuhe schieben, was gerade ist, und den einfach erschießen. Wähl mich, ja. Bram. Vielleicht sollten wir die beiden komplett außen vor lassen und als nächstes Dalu wählen lassen. Wähl mich, Bram. Ja, aber du bin kannst nicht so viele Spieler aus dem bin Spiel nehmen, Peter. Könnte auch mal random kommen. Kannst du mich abschießen? Bram muss jetzt. Dalu wählt Mikkel dann. Schieß und mich dann ab, ist das Spiel Bram. Vorbei, weil der wieder scheiß Trump ist. Hey, Bram, wieso willst erwischt du mich? Nee, Quatsch. Was ist das jetzt? Komm, Bram. Hey, ich würde am liebsten Peter wählen, aber geht warum nicht. Warum nimmst du denn nicht mich? Ja, und wenn du mich nimmst? Ja, Jay, bei dir ist doch das gleiche wie mit Sepp im Zweifel, oder? Na, ich finde das nur Jay, dumm, dass er einfach random, dass er Sepp das Spiel zerstört. Das finde ich das dumm. Ist nicht das random. Legt mich halt auf. Das natürlich, der hat nichts gemacht und der ist für dich Fascho. Er hat wirklich nichts gemacht, außer dass er Rote von dir nicht. Bekommen das hat. Und das finde ich Quatsch. Nimm mich. Zur Not schießt du mich. Nein, das ist eine ganz falsche Erklärung, kurz bevor das Spiel zu Ende ist. Ja, weil dann ist das, weil dann ist die Tat nämlich getan. Genau, dann auch für Dalu. Weil das ist mit fällt mir alles Sepp überhaupt nicht und Jay, ihr seid so mir auch nicht, Peter, mir gefällt das nicht. Dalu soll wählen. Habe ich dich confirmed. Ja, gut. Und ihr habt beide dann immer... Ich will die Streithähne da nicht mit drin haben. Für dich und Christian habe ich immer... Ja, aber willst du wirklich von Bram gewählt werden, Dalu? Wenn das Problem ist, wenn er Fascho ist, mir rot gibt, und er wird dann bestimmt nicht mich erschießen, weil er es mir in die Schuhe schieben will, wenn überhaupt, dann darf er... Ja, schießt dann mich und dann habt ihr den Liberalen ja, weniger. Aber, ja, aber dann haben wir immer noch die beiden Safe-Liberalen. Also, Dalu, das verliert ihr. So wie in der letzten Runde, dann hast du es wieder gut gemacht. Wie stimmt ihr jetzt ab? Ich glaube, da passiert... Das wäre für die Konstellation. Wenn ich tot bin, bist du Kanzler, Peter. Das ist ein Nein. Ich bin gerade hart am Überlegen, können wir noch so lange Nein sagen, bis ich Präsi werde? Nee, jetzt kommt Nein, ich komme Nein. Ist random. Und dann wäre ich Präsi, das heißt, es wäre dann noch... Das ist ja dann schon. Das ist dann schon, oder? Dann darf Dalu schießen. Ja, aber dann ist das Spiel ja im Zweifel sogar für die Guten vorbei oder wir riskieren eine rote Karte. Genau. Dann darf Dalu schießen. Nee. Nein, darf gar keiner. Genau, es darf ja gar keiner schießen. Deswegen, wenn wir aber so dann wird nein, neu gemischt. Ja. Dann sind wieder die Chance auf drei rote hoch, oder wieso nicht? Wird neu gemischt? Weil eine Karte ja dann aufgedeckt wird. Ah ja, stimmt. Ja, und? Moment, aber es wird ja nicht bei drei. Aber dann könnte ich halt schießen und ich bin halt ein cooler Dude. Ja, das finde ich auch. Freut er sich. Boah, das ist krass. Also ich finde nicht random. Ist gut. Ja, eine Karte random. Ecke. Genau, eine Karte ist gar nicht so schlimm. Vielleicht kommt dann sogar genau die blaue. Wäre doch mega nice. Ja, aber dann müssen wir zweimal Nein wählen. Ja, und dann ist Peter dran, dann kommt random. Dann haben wir noch drei Karten. Also im Endeffekt entscheidet es dann auf jeden Fall Peter. Entweder wählt ja, stopp, Peter irgendwie. Aber oder? Peter kann ja dann auch. Wen willst du dann, Peter? Ja, das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Darüber kann sich weil die Schilder, gehen. Nein, die Schilder werden ja nicht getauscht. Ich kann nicht Christian wählen, meinst du damit? Ja, genau. Ja, aber du könntest irgendwie anders wählen, Mikkel. Ja, dann sind wir doch an derselben Stelle. Das hey, Sepp, wie hast du gelegt?
Wobei die Roten dann immer noch nicht vorbei wären. Nein. Und das Wichtige ist, dass ich schießen könnte. Bram kann schießen, der wird mich safe töten. Bram hat ja gemacht, ne? Ich habe mit ja gestimmt. Natürlich. Ich finde meine Idee super. Dann stimme ich mit ja. Ich guck mal, was. Ja, ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Mich würde tatsächlich jetzt echt interessieren. Dann stimme ich mit ja. Dieses dann stimme ich mit ja kam aber irgendwie gerade auch irgendwie aus dem. What? Da wir haben mega Scheiße, dann stimme ich mit ja. Scheiße, da los Trump, oder? Jawoll! Ja! Wow, Bram. Nice, Mann, wunderschön. Da war ich wieder George. Da haben wir es geschafft. Ja, danke, Bram, mal wieder für dein random Shooten. Richtig. Das war kein random Shooten. Doch, das war random Shooten. Richtig Shooten. Gut. Das war einfach kein nur random Shooten. Doch, du hast das Spiel wieder kaputt gemacht. Du hast am Anfang gesagt, dass Sepp meinte, das wäre fishy und dann ist er für dich Faschist gewesen. Ja, nur weil genau, zwei so rote Karten da. Bei zwei roten ja, Karten am Anfang. Zweimal drei wo sechs rote angeblich ja gewesen sind. Ja. Bram hat das Spiel halt echt relativ leicht gemacht. Ja, weil es relativ leicht. Eine also Karte aus, noch. Das Blöde ist, ich dachte, Bram ist auf jeden Fall mein Mate. Ich fand Peters Idee gerade gar nicht schlecht. Tatsächlich. Schade. Die war wirklich nicht schlecht. Die Peters Idee war ja, super. Ja, die fand ich auch gut, aber da habe ich halt schon gelegt. Schade. Ja, Bram. Hättest du mal gelaufen. Ein bisschen mehr nachgedacht. Hey, da ja, letzte Runde gesagt, gewonnen, diese Runde verloren. Passiert, wa? Ja, zwei Runden gewonnen, ne? Ja, ne? Nein. Zwei Runden gewonnen. Bram hat zweimal die Runden für mich. Die Faschisten gewonnen. Ja, spricht für. Ja, immerhin tue ich weiter in dem Spiel, wa? Ja, läuft doch. Läuft hart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das fasst alles ganz gut zusammen. Peter hat alles falsch gemacht. Der Peter war der Beste am Tisch. Peter war El Cavasho.